Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP. Diesmal spielen wir wieder mal eine Runde Survival Games auf dem hivemc.eu Server. Und ja, wie man sieht, habe ich jetzt hier den YouTuber-Rang bekommen. Ich hatte mal angefragt und ja, auf den netten Hinweis von XI Baum in den Kommentaren, dass die Abo-Begrenzung von 25.000 nicht oder aktuell nicht mehr gilt. Deshalb hatte ich einfach mal angefragt und es wurde angenommen. Oder wie man vielleicht sieht, Full-Premium-Runde. Außer der eine da in der Mitte. Und hier haben wir auch noch einen Moderator. Ja. Mal gucken. Das ist die erste Runde PvP, die ich heute spiele. Allgemein. Das heißt, keine Ahnung. Kann sein, dass ich ziemlich krass verkacke. So, weg hier. Mal gucken. Hier ist auf jeden Fall schon jemand, der die Kisten hier fleißig lootet. Hier haben wir ein Schwert, hier haben wir einen Helm und noch ein bisschen anderes Zeug. So. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz ordentlich aus. Da kommt uns ein Typ hinterher, den ich auch gleich mal probieren kann zu töten. Spinnenwebe. Ah, kommt der noch? Ansonsten gehe ich hier einfach meine Route weiter und versuche noch ein bisschen Equip zu sammeln. So, hier nur eine Kiste. Okay, Brustpanzer ist auf jeden Fall sehr gut. Da oben in dem Baum ist eine Kiste. Wie komme ich da hin? Ja, so. Ah, nichts wirklich Gutes drin. Eine Angel haben wir hier. Ansonsten war es das dann. Ich mache mal so. Hier ist keine Kiste drin. Gut. Oh, zwei sogar. Krass. Ups. Hier noch ein Apfel und hier ein, ja, noch ein Steinschwert. Das ist ja alles nicht gebrauchen können. 15 Leute leben noch. Ich hoffe, ihr Team nicht allzu viele jetzt. Das kann ich immer gar nicht so einschätzen. Und noch eine Kiste. Hier sind extrem viele Kisten auf der Route. Oh, da ist irgendwie überall nur Crap drin. Habe ich das Gefühl. Oh, hier ist keine Kiste diesmal. Ah, Brunnen auch nicht. Gucken wir mal hier. Naja. Auch eher Müll. Ah, ein Enchantment Portal ist nicht so schlecht. Kann man mal mitnehmen. Dann schauen wir mal hier weiter. So, und hier haben wir eine Tier 2 Chest. Mit einem Eisen drin. Da überlege ich gerade. Naja. Ich craft mir mal kein Feuerzeug. Obwohl sowas natürlich extrem gut wäre. Ich loop mal hier nur die Kisten am Rand ein bisschen. Ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Ich hab's ja nicht eilig. Auch überall relativ viel Crap drin. Hier ist auch noch eine Kiste. Okay, noch ein Enchantment-Bottle. Hm? Level? Sehr gut. Könnten wir jetzt nämlich schon unser Steinschwert enchanten. Zu einem Sharpness 1 Schwert. Was auf jeden Fall deutlich stärker wäre. 8 Leute leben nur noch. Krass. Was machen die denn alle? So, gelootet, wie es aussieht. Uff, ja. Oh, in den brennenden Baum geflogen, sehr gut. Okay. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob denn die Kiste da hinten schon gelootet wurde. Was sie höchstwahrscheinlich wurde. Okay, hier war auch schon jemand. Das war die hier. Ja. Dann crafte ich mir mal ein bisschen Brot.
Oh, nicht so schlecht. Na, es werden hundertprozentig Leute Team. 7 Leute leben noch. You are Team, I leave. Sehr gut. Sechs Leute leben noch. Bei Tabs sind es noch 10. Ne, 9. Okay, hier ist niemand. Soweit. Wo ist hier ein Enchanter? Klar war hier kein Enchanter. Oh, ich bin behindert. Ich weiß sogar, wo der Enchanter ist. Der war da ganz hinten, glaube ich, ne? Ach, komm. Bin ich eigentlich des Wahnsinns, ey? Jetzt wäre ich fast voll dagegen gesprungen, ne? Wäre ich nicht zurückgebackt worden. Hm, 6. Hui. Ah, hier ist gelootet. Ich glaube, der Enchanter war da ganz hinten auf so einem Luftschiff. Ja, da auf dem brennenden. Also, bei der, von der normalen SK7-Map. Ich weiß ja nicht, was jetzt hier große Unterschied ist zwischen der Aftermath-Map und der normalen. Ach, Mann. Wie komme ich raus? Hier. Ja, passt. Und zwar auf diesem Luftschiff war mal der Enchanter, meine ich. Pilze. Scheiße. Oh, eine bessere Hose liegt hier. Okay. Ja, Enchanter. Da ist er. Schärfe. Gut. Voll viele Kisten sind hier auch krass. Na gut. Schärfe 1. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Aber ein Team gibt, dann wird das Ganze umso schwerer. Oh weia. Ich habe sonst auch niemanden getroffen, habe noch niemanden gekillt. Läuft soweit. Mal gucken. Ja, die Kisten hier werden alle weg sein. Beziehungsweise da wird nur noch Crap drin sein. So, jetzt wäre es aber mal ganz interessant zu wissen, wo die anderen alle sind. Tja, was soll ich jetzt machen? Er ist nicht gestorben. Okay, da hinten haben wir jemanden, der hier rumfliegt. Das ist nicht der gleiche. Oh. No. Dämlich. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Oh Mann. Scheiße. Na gut, dann würde ich sagen, das ist mit der Runde. Ich denke, ich spiele noch eine Runde und wir sehen uns gleich wieder in einer weiteren Runde. Bis gleich. So, willkommen zur nächsten Runde. Wir spielen wieder die wunderschöne SG4-Map Revamped HD, die super cool ist. Und jetzt geht's los. Okay, alle killen sich. Nein, verpisst euch. Alter! Ich hab Schwert nicht bekommen. Bastard!
Tschüss. Okay, ja, läuft's nicht nach hier. Dreck. Ja, ob die Kiste hier schon gelootet ist? Ah, scheiße. Okay, hier kennen sie sich im Haus. Das beginnt schon mal sehr lustig. Übrigens wieder eine Full... Ups, Premium-Runde. Fuck. Hi. Ich hätte gerne eine Waffe eigentlich. Das wäre auf jeden Fall ganz nett. Hi. Ich weiß nicht, hat er eine Waffe? Ja, hat er hundertprozentig. Wie soll man denn hier Spaß haben, wenn man niemanden killen kann? Mann. Da liegt überall Crap rum. Ach, der wird mich doch jetzt nicht ernsthaft die ganze Zeit verfolgen, oder? Oh, die vier Pfeile nehme ich gerne. Ach ja, ist ja gut, Mann. Ist ja gut. Beruhig dich mal. Ganz ruhig. Da links ist irgendein Typ. Er rennt mir immer noch hinterher. Ich sollte mich vielleicht ernsthaft mal nicken. Ich glaube, vor allem bei Hive ist der Target nicht gerade gering. Kommt noch jemand? Hi. Er lässt aber von mir ab. Da ist übrigens eine Workbench. Okay. Die killen sich alle gegenseitig. Ich probiere jetzt. Ach Mann. Wo kommt der denn Typ auf einmal? Schaut er her. Ach, irgendeine Waffe, komm. Das kann doch nicht wahr sein. Mit der Hand kann ich ihn schlecht legen. Auf der Map hier sind so viele Kisten. Da werde ich doch wohl irgendeine Waffe finden. Aber nur wenn der Typ mich hier in Ruhe lässt. Na fuck. Hat ja gut funktioniert, Dreck. Links war gerade auch noch einer. Komm, Kiste. Bogen, immerhin. So eine Art Waffe. Nein. Ich glaube, es wird jetzt mal für ein paar Sekunden auf Nummer sicher gehen. Ich schnieg mal den Tower hier hoch. Oh Mann. 13 Leute leben noch. Und ich bin durch meine super Weglauf-Skills einer davon. Hier ist nichts oben. WTF. Nicht, dass mich hier gleich einer durchs Fenster sieht, dann habe ich mich verkackt. Weil ich hier nicht mehr wegkomme. Ich habe noch ein Feuerzeug. Da ist jemand. Da ist jemand. Hier sind Kisten. Da ist ein Typ. Die schauen alle nicht in meine Richtung. Schuhe, ups. Das Feuerzeug lege ich übrigens mal dahin. Komm. Ja, eine Waffe, endlich. Ich nehme mal zur Sicherheit nochmal das Goldschwert auch mit. Mann. Das wird auch mal bitter nötig. Teamt davon irgendjemand? Ja, die beiden Team. Vom R schreibt noch so Poxari easy, so vor der Runde, ne? Und teamt einfach. Frage ich mich auch an, was mit den Leuten los ist. Ja, guckt's euch an. Jetzt habe ich dem Kollegen da geholfen. Aber beide brennen. Das habe ich eigentlich ganz gut hinbekommen. Aber gegen ein Team. Das ist halt immer richtig scheiße alleine. Kommt ja an die Kiste ran. Tatsächlich, aber da ist nur Crap drin. So, da kloppen sich wieder zwei. Ich würde ganz gern erstmal reggen.
Problem ist halt unter anderem, dass ich kein Essen mehr habe. Was mir relativ schnell zum Verhängnis werden kann. Kann man das Feld abbauen? Kann man. Das brauche ich jetzt nämlich. So, dann habe ich nämlich erstmal wieder genug Essen. Theoretisch. So, die Kuh hilft mir auch ein bisschen dabei. Das Schwein kann mir auch gleich noch ein bisschen helfen. Das hat auch bestimmt Level gehabt. Danke. So, jetzt überlege ich gerade, wo noch eine Workbench war. Der Zug unterm Spawn. Uns fällt mir gerade gar keinen Spot ein. Da hinten. In dem einen Haus. In dem einen Haus, in dem. Na, in der Halle oder was auch immer das ist. Ach, und das Team lebt noch. Da drin war auf der normalen SG4 zumindest immer ein Workbench. Okay, Deathmatch beginnt. So, hier war 100%, na, vor allem wie viele Kisten hier auch sind, ne? Krass. Ich werde sowas von verlieren. Ich würde gern vorher noch irgendwie zum Spawn. Falls da nicht jemand ist und mir Brot craften. Hier liegt eine blaue Hose. Ja. Da ist dieser. Ja, das ist auch, sein Teampartner. Da liegt ein bisschen Zeug rum. Hui. Ich weiß nicht, ob da ein Steinschwert dabei war. Ja, sonst ist es eh Deathmatch. Hi. Vielleicht teamt er immer mit mir. Ah, da war kein Steinschwert dabei. Scheiße. Thema mit ihm hier. Okay. Ich muss essen. Ich kann ihn nicht hitten, scheiße. Der trifft meinen Bogen nicht. Ups, jetzt habe ich meinen Teampartner getroffen. Ah, das passt schon. Oh Mann. Ja, wo sind die? Ah ja. Okay, beide brennen. Er ist gestorben, sehr gut. 193 Punkte. Ich schnapp mir mal sein Equip hier. Hat er ein Steinschwert gehabt? Hat er. Danke. Essen. So, da wurde ich kurz unterbrochen. Aber dies ist gar nicht so schlimm. Wie die ganze Zeit dieses Rot-Gespam hier rumgeht, ne? Das ist so eine typische Hive-Sache, glaube ich. Das würde man, glaube ich, auf anderen Servern niemals in der Form so extrem sehen.
Der Typ rennt auch noch die ganze Zeit weg. Er wollte unbedingt Team, ne? Okay, er ist down. Gut. Dann machen wir jetzt fair. Was hat er für Equip? Nummer 1 muss man so nehmen. Dann ist es fair. Ja, Angel habe ich auch. Habe ich noch was Besseres zu essen? Essenspause, was ist denn Essenspause? Von mir aus. Ah, habe ich verloren. Schade. GG. Hat auf jeden Fall gut gemacht. Mal gucken, ich habe sogar in der Runde Pluspunkte gemacht, krass. Durch die beiden Kills am Ende noch. Ja, hier spielen sie halt alle mit Angel und wenn man gut mit Angel spielen kann, dann ist man halt auch im Vorteil und ich kann zum Beispiel absolut gar nicht mit Angel spielen. Aber nur gut, das ist doch nochmal ganz gut ausgegangen. Da muss ich sagen, das war's für die Runde hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mal sehr gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.